Fun, hier ist euer Aboram zurück in Cyberpunk 2077 und dieses Mal sind wir in der Hauptmission 24 unterwegs, Play It Safe. Voraussetzung dafür ist, dass ihr die Hauptmission Live During Wartime abgeschlossen habt und die Hauptmission Gimme Danger. Wichtig, diese Mission ist erst dann verfügbar, wenn ihr einen Anruf von Takemura bekommt. Dies hier ist eine, ja, mehr oder weniger eine Stealth-Mission. Schaut euch einfach an, wie ich mich hier fortbewegt habe, gut oder schlecht. Und wir hören uns dann wieder, wenn es zu einem Bosskampf mit Oda kommt. Hey Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ja, fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen Räubers Kopfprogramm probiert. Aha. Und wie war er? Lecker? Die Leute da unten. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch alle Starten angepasst. Ich hatte dir sie auch. Einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig, ist klettern. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, bang, bye bye. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Ich schon. Die Frage ist, bist du es? Es ist mein Licht. Vergisst du da nicht deine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat er? Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht. Bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Es ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als ihr. Nikura! Pass auf dich auf, Goro.
fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Besteckt sich. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Es ist der Klang von der Stimme. Das wird richtig scharf! Ein krasser Gegensatz zu den Massen, die Konzernkunden. Du solltest nicht mal hier sein. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Du bist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Und die Familienversicherung. Ist nicht gerade viel. Okay, ich denk drüber nach. In der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Weiter. Das wird richtig scharf! Ein krasser Gegensatz. Du solltest nicht mal hier sein. Einen Monat nachdem sein Kampfjet über der Insel. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Sektor 13. Fertiger Junkie beim Ballonstart. Kümmert euch drum. Und beständiger als Patrouille. Position halt. Vor kurzem. Balkon, zweite Etage. Frau in Rot. Womöglich bewaffnet. Die Tat. Wiederhole. Holt euch den Junkie. Dass sich die Arasaka Corporation stärker denn je aus der Asche erheben wird. So wie vor 50 Jahren es geschieht.
Es hat bereits. Goro, ich habe den Näheren erlebt. Hört zu. Kannst springen auf dem Balkon mit dem grünen Pfeil. Schweige. Der Fahrstuhl. Schweige. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Eine Überraschung. Alle Funktionen erforderlich. Es ist eine Sache. Das Ding sieht nicht ganz stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Sei vorsichtig, du darfst nicht auffallen. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Denn vor 50 Jahren zeigte man... Ein feiger Schuss, der 4000 Menschen das Leben kostet. Alles Angestellte der Arakan Corporation. Alles Einwohner von Night City. Der Arasaka Tower. Und doch. Doch erhebt sich seine Spitze nach wie vor über den Dächern dieser Stadt. Er thront mächtiger und beständiger als je zuvor. Vor kurzem fiel mein Vater einem ähnlich feigen Gewaltakt zum Opfer. Die Tat richtete sich gegen seine Werte, die wir alle teilen. Und so wird Night City bezeugen, dass sich die Arasaka Corporation stärker denn je aus der Asche erheben wird.
So wie vor 50 Jahren. Es geschieht. Es hat bereits begonnen. Hört zu, denn wir werden nicht schweigen. Schweigen ist nicht Gold. Es ist der Kampf. Dass hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab. Verstanden, Vorstand. Scanne das Gebiet. Wie heißt es so schön? Ziel erledigt. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist gekürzt. Ich gebe Bescheid. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist bald oben. Ich gebe Bescheid. Vorbei ist, piss ich auf dein Grab.
Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Puh, jetzt wird es interessant. Ich werde euch jetzt einfach mal versuchen, den Bosskampf ein bisschen zu erklären. Schaue ich das Ganze nochmal im Video an, ob ich das Ganze jetzt gut oder weniger so gut gemacht habe, werdet ihr dann entscheiden müssen. Letztendlich gibt es so, dass er einige Schwächen hat und diese kann man auch wunderbar ausnutzen. Und zwar die Oni-Maske und smarte Waffen. Das ist eine der Schwächen. Und zwar Oda ist mit einer einzigartigen Cybermaske ausgestattet, die Projektile von Smartwaffen aufhalten kann. Also genau die zielsuchenden Projektile, die das perfekte Mittel gegen sein erstaunliches Tempo wären. Wenn es euch also gelingt, die Maske zu zerstören, endet dieser Schutz. Und er wird für einen kurzen Moment gestoppt. Anschließend könnt ihr euch dann die Smartwaffen, also könnt ihr mit euren Smartwaffen Schaden verursachen. Schockschaden. Oda ist schwach gegen Schockschaden und resistent gegen Thermalschaden. Tech-Waffen. Tech-Waffen können Objekte durchdringen. Das bedeutet, nachdem du Oda markiert hast, kannst du ihn aus dem Schutz einer Deckung heraus treffen, während seine Schüsse wirkungslos bleiben. Granaten. Gut gezielte Splittergranaten können überaus effektiv sein, denn bei einem Treffer oder Treffer wird der Boss nicht nur verletzt, sondern auch gestoppt. Dadurch kannst du dich für kurze Zeit alleine auf deinen Schadensausstoß konzentrieren. EMP-Granaten sind ebenfalls sehr zu empfehlen, denn bei einem Treffer unterbrechen sie vorübergehend Odas Smartwaffenabwehr und auch die Zielsuchfunktion seiner eigenen Schüsse. Quick Hacks. Manche Quick Hacks können bei diesem Kampf einiges bewegen. Waffenglitch hilft, wenn Oda seine Maschinenpistole zückt, denn damit unterbrichst du die Zielsuchfunktion seiner Geschosse, was sich für einen Gegenangriff oder eine Annäherung nutzen lässt. Cyberwehrstörung ist eines deiner wirkungsvollsten Mittel bei diesem Duell. Der Quick Hack zerstört sofort Odas Maske, woraufhin du Smartwaffen einsetzen kannst. Zudem unterdrückt er für die Dauer seiner Wirkung Odas externe extreme Mobilität. Granatenzündung ist ideal, weil es direkt Schaden verursacht und Oda zu Fall bringt, sodass es möglich ist, dich kurzzeitig auf kritischen Schaden zu konzentrieren. Diese Technik funktioniert allerdings nur einmal und zu guter Letzt kannst du umpolen, auf die Überwachungskameras in der Arena anwenden und so deinen Gegner wesentlich besser finden, wenn er seine Stealth-Tarnung aktiviert. Geringe Gesundheit. So flink und verwirrend Oda auch sein mag, so ist doch sein Gesundheitsvorrat relativ gering. Wenn du bei dieser Konfrontation erst einmal die Oberhand hast, sollte es dich lang dauern, ihn zu bezwingen. Zum Thema Mobilität. Oda kann blitzschnell durch die Arena rasen und warpen, sowohl horizontal, um seitwärts auszuweichen oder zurückzustürmen, als auch vertikal, sodass er augenblicklich höhere Positionen erreicht. Außerdem besitzt er durch sein absurdes Tempo die Fähigkeit, mehreren Schüssen in Folge zu entgehen oder zu blocken. Zum Glück ist diese Fähigkeit begrenzt. Wenn ihr Konsequenzen nachsetzt, werden seine Schüsse irgendwann ihr Ziel finden. Konsequent. Arasakas Netrada. Sie hat die Kontrolle über
über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay. Bin unterwegs. Mantisklinge. Oder wird häufig Kombos mit seinen Mantisklingen ausführen. Deine beste Option dabei ist es, dich rückwärts zu bewegen und unentwegt zu feuern, solange du gerade soeben genug Abstand hältst. Kannst du in diesen Situationen eine Menge Schaden verursachen. Nach der Aktion muss Oda erst einmal nach Luft schnappen, was dir eine weitere Chance gibt, um ihn mit Kugeln zu durchsieben. Eine smarte MPI. Wenn Oda seine Maschinenpistole zieht, solltet ihr möglichst hinter einer geeigneten Deckung Schutz suchen. Seine zielsuchenden Seifen können sich verheerend auf euren Leben auswirken. Und optische Tarnung. Nachdem ihr erheblichen Schaden verursacht habt, wird Oda seine Tarnfunktion aktivieren, die ihn fast vollkommen unsichtbar macht, um sich dann zur Heilung in einer geschützten Position zurückzuziehen. Er kann seine Gesundheit komplett wiederherstellen, wenn ihr nicht schnell genug reagiert. Also aktiviert deinen Scanner, um seine Fußspuren zum Vorschein zu bringen. Und folgt ihnen, bis ihr Oda lokalisiert habt. Greift ihn an, um seinen Regenerationsprozess zu unterbrechen und die Tarnfunktion zu stören. Und nochmal so ein kleiner Hinweis, was die Stealth-Taktik angeht. Wie bei allen Bosskämpfen ist es möglich, den Kampfmodus zu verlassen, wenn du Odas Aufmerksamkeit entgehst und ihr euch lange genug verstecken könnt. Am leichtesten geht das, wenn ihr ihn entweder mit einer Überwachungskamera ablenkt oder den Optik-Neustart-Quick-Hack gegen ihn einsetzt. Also merkt ihr schon wieder, dass es da dieses Hacken auch schon ziemlich cool ist. Nachdem Oda euch aus den Augen verloren hat, wird er seine optische Tarnung aktivieren und durch die Arena patrouillieren. Wenn es euch gelingt, euch also an ihn heranzuschleichen, habt ihr die Möglichkeit, einen heimlichen Takedown einzusetzen, der die Oni-Maske zerstört. Wenn ihr das Manöver wiederholt, streicht oder irgendwann die Segel. Also, jetzt habe ich euch die ganzen Schwächen, Pro und Kontras genannt, die Angriffstechniken. Schaut euch einfach mal einen Bosskampf an und viel Spaß dabei. Du bist schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Natürlich bist du hier! Terrorka!
dir selbst eingebrockt. Nein, das hätte nicht sein müssen. Er hätte mir dasselbe angetan. Du hast es gesehen. Das werde ich nicht vergessen. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Okay, sehr gut. Online und im System. Wenn das hier vorbei ist... Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Was war zu tun? Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. オダトも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば、弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物では、みんなに役割がある。ミチコは文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。 全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ、クリアの頃だ。ゴゴ、 alle Systeme down. Jetzt oder nie。父様。 花子様、あなたは。どうか話だけでも聞きください。サブロー様は口にしないなら俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすこと。花子様、無礼を働きたくありません。しかし、ラオ、シャイセ、シャイセ、シャイセ、Was wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Schnell! Ist okay, Chaos? Wir gehen gleich live.